Willkommen aus Las Vegas mit dem Asus Transformerbook Duet TD300 auch genannt. 300 deswegen, weil es natürlich eine 13,3 Zoll Full HD Display hat, gibt es aber auch mit der 1366x768 Pixel Auflösung. Dann natürlich etwas günstiger. Wir haben hier in dem Tablet selbst natürlich Windows 8 hier verbaut, wie ihr sehen könnt. Unten den Stromanschluss, wo das Ganze auch gerade angeschlossen ist. Und wir haben natürlich auch Windows 8, das hier gerade wunderschön flüssig läuft mit einem Intel Core i3, i7 oder i5 auch entsprechend, wenn wir so wollen. Und das Besondere hier ist natürlich, wir können zwischen Windows 8 und Android hin und her wechseln, wenn wir so möchten. Ganz einfach, das sehen wir dann gleich, wenn wir uns die Tastatur ein bisschen anschauen, beziehungsweise ich kann hier auch sagen OS-Switch und dann seht ihr kurz Windows hier Switch auf Android und kann ich hier in Android einfach wunderbar hier durch die Gegend navigieren. Na, so wird der Stromverbrauch nochmal viel geringer ausfallen, beziehungsweise ihr seht, wir haben Android 4.2.2 hier installiert und ich kann hier auch nochmal wieder ein kleines Menü aufrufen. Hier haben wir Asus typisch eine schöne kleine Oberfläche, die wir anpassen können mit Wetter und einigen anderen. Und ich kann auch hier wieder per OS-Switch der App dann hier wieder zurück ins Windows switchen. Schauen wir uns das Tablet ein bisschen an mit 13,3 Zoll und einem Gewicht von, ich würde mal sagen, ungefähr einem Kilogramm. Zusammen wiegt das Ganze 1,9 Kilo. Wir haben hier unten auch die Taste für Windows 8. Das heißt, hier können wir jederzeit zwischen den letzten Apps hin und her wechseln, wie wir es von Windows 8 kennen. Dann haben wir hier unten einmal die zwei Löcher für die Dock natürlich, sehr wichtig. Der Stromanschluss und der Kopfhöreranschluss auch hier gleich mit dabei, beziehungsweise für die Dock hier nochmal der Anschluss, damit auch die Information durchgegeben werden kann. Hier seitlich haben wir zudem noch einen Micro-SD-Kartenleser, der dann entsprechend zur Speichererweiterung da ist, denn wir haben in dem Tablet ja nicht allzu viel Speicher, 64 GB oder 128, aber in dem Dock unten können wir von 320 bis zu einem Terabyte alle möglichen Optionen haben. Oben auch hier eigentlich nur ein Mikrofon mit dran, ich bin jetzt ein bisschen zu nah dran, also wir haben hier ein Mikrofon noch und dann ein paar Lüfterlöcher, damit auch der Prozessor hier entsprechend ein bisschen Luft bekommt. Hier entsprechend den An- und Ausschalter und einen Lautstärkeregler auf der Rückseite. Ansonsten haben wir eine Plastikoberfläche, die ein bisschen so ausschaut jetzt in dem Video, als ob das Ganze Metall wäre. Und ansonsten hier noch Lautsprecher oben und unten. Entsprechend hier Stereo und ja, das Ganze können wir ganz einfach andocken, mache ich jetzt nicht, ich stelle es jetzt mal wieder einfach so hin, schauen wir uns ein bisschen die Dock selber an, die natürlich eine ganz normale Tastatur ist, in dem Fall jetzt eine amerikanische, weil wir auf der CES in Las Vegas sind und hier seht ihr ein bisschen auch, dass hier zum Beispiel die Settings-Taste oder die Zurück-Taste wäre für Android, deswegen blau entsprechend und hier könnten wir zwischen den beiden Betriebssystemen ganz einfach hin und her wechseln, aber natürlich ist sie gar nicht angedockt und per Bluetooth ist sie auch nicht verbunden, aber wir müssten normalerweise hier einfach drücken und dann könnten wir das Tablet auch rausnehmen. Wir haben hier sehr viele Anschlüsse, was mir sehr gut gefällt, denn man kann das so mit auch als vollwertiges Tablet hier benutzen. Eigentlich werden wir haben USB 2, Kopfhörer und Mikrofon in einem in dem Fall. Und auf der anderen Seite haben wir hier noch HDMI, USB 3. Ich fokussiere mal nochmal neu. Also wir haben hier HDMI, USB 3 und einen Netzwerkanschluss sogar im vollwertigen und den Stromanschluss können wir natürlich auch anschließen, denn so wäre das ein bisschen unpraktisch, wenn das Ganze in der Dock steht. Die Unterseite ist nicht ganz angeraut, aber auch ganz normales Plastik, könnten wir auch aufschrauben, denn hier sind normale Schrauben da und dann können wir zum Beispiel aus der Hard Drive, die hier drin ist, auch eine SSD nochmal bauen, damit das hier vielleicht auch etwas sturzsicherer bzw. schneller ist, wenn wir das so möchten. Aber eigentlich ein ganz interessantes Konzept von Asus, das TD300 sozusagen, das Duett. Von der CES 2013. Das war das kurze Hands-on-Film, das wir geschaut haben. Mein Name ist Balazs Gral und vergesst nicht, den YouTube-Channel zu abonnieren.